Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. In der letzten Folge haben wir hier versucht, ein paar Forschungsdaten rauszuholen, was natürlich nicht geht. Und das liegt daran, dass... Oh, das haben wir noch gar nicht gelesen. Wurde man abspielen? Ja, genau. Es liegt halt daran, dass die Holobänder nicht genug Fassung haben. Hier, Kopiergang wird fortgesetzt, 4 von 183. So, das heißt, dieses kleine Holoband, was wir haben, hat einen Speicher von 4. Und das hilft nicht anscheinend. Deswegen holen wir uns jetzt ein neues Holoband. Ein größeres. Oder ein besseres. Ein neues Forschungsprojekt. So, was haben wir hier? Powergräber, Novizen der Mysterien, verdienen ihr das Schwert, verdienen ihr das Set. Okay, kriegen wir hin. So, hier waren doch 1 Milliarde Wege, ne? Ich will wissen, was das für Schritte sind. Das ist es nicht. Es kommt von da hinten irgendwie. Lästige Plage. Gut, dass das erledigt ist. Das ist ein Mr. Handy. Weiß nur nicht, wie wir zu diesem Mr. Handy kommen. Es sind nicht meine Schritte. Es sind nicht meine Sie Schritte. Sie müssen wirklich verdammt dumm sein, wenn Sie es nicht schaffen, sich von mir zu verstecken. Wo kommst du denn her? Tut mir leid, wenn ich mich erschrecke, ist alles tot. Um mich herum. Ah, Analyseprojekte. Fehler. Projekt Siphon. Projekt Siphon Überblick. Projekt Siphon wurde von der Sugar Grove Abteilung für fortschrittliche Forschungsprojekte entwickelt, um ein Zielnetzwerk auf relevanten Daten zu überprüfen, diese Daten zu kopieren und zu komprimieren. Ja, das kennen wir schon. Zugriffsprotokolle. Okay, hier ist das Holoband. Okay, wir haben's. Jetzt gehen wir zurück. Das ging schneller, als ich gedacht habe. Hätte. Dachte. Muss ich nur wieder zurückfinden. So. Kannst du dich schneller laden? So, Gesamtspeicher 256 Blöcke. Verwendeter Speicherplatz 0,1 Blöcke. Neuer Speicherplatz 255,9. Fehlt mir noch 0,1. Okay, hat funktioniert. Muss ich die Daten in den Hersteller hochladen, ja? Okay. Aber der ist ja bei uns in der Basis, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Also gucken wir uns hier erstmal noch gemütlich um. Und finden heraus, woher diese Schritte kommen. Mehrere Quests? So, wo waren wir gerade lang gegangen? Da würde ich auch nochmal entlang gehen. Diese Schritte. Ich will hier herausfinden, woher diese Schritte kommen. Eher werde ich diesen Ort hier nicht verlassen. So ein Bettchen zum Ausruhen brauche ich auch nicht. Wieder so ein Analysesystem. Was leuchtet denn hier so? Der Bleistift? Die Lampe wahrscheinlich, ne? Ganz seltsam.
Benötigt Terminal? Was denn für ein Terminal? Also eh nichts drin. Okay. Gehen wir hier entlang. Wir gehen nach oben. Wissen, woher diese Schritte kommen? Das kommt mir irgendwie seltsam bekannt vor. Dieser Ort. Ich weiß nicht warum. Sigünd. Was haben wir denn hier? Glaskugel-Diagnoseprüfung durchführen. Abhörgerät aktiv. Okay. Gelagerte Dokumente. Externe Dienstleister. In den kommenden Wochen werden Ihnen vielleicht externe Dienstleister begegnen, die von oder zu den unteren Ebenen der Anlage eskortiert werden. Diese Männer und Frauen sind Teil von Captain Wests Somnus-Initiative. Jegliche Interaktion mit ihnen ist daher ausschließlich mit ihren Betreuern oder den befehlshabenden Offizieren der Anlage gestattet. Sollten Sie jemals einen dieser Dienstleister ohne Eskorte antreffen, sind Sie verpflichtet, unverzüglich die Marines der Basis von seinem oder ihrem Aufenthaltsort in Kenntnis zu setzen. Versuchen Sie unter keinen Umständen, diese Person festzusetzen oder mit ihnen zu kommunizieren. Archivierungsdirektive. An das Personal. Ich möchte Sie daran erinnern, dass jegliche gesammelte Informationen im Archiv der Anlage dokumentiert und gespeichert werden müssen. Falls Sie noch keine entsprechende Einweisung erhalten haben, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren direkten Vorgesetzten, um sich für den nächsten verfügbaren Kurs anmelden zu lassen. Nicht autorisierte Kommunikation. An das Personal von Sugar Grove. Unsere Arbeit hier untersteht höchster Geheimhaltungsstufe. Aus diesem Grund muss jegliche Kommunikation mit externen Kontakten zunächst von mir oder Captain West autorisiert werden. Anfragen zur Information oder Projektstatus seitens Dritter, unabhängig von angeblichen Rang des Kontakts, müssen direkt an uns weitergeleitet werden. Alle, die auf solche Anfragen antworten, werden disziplinarisch bestraft. Sie wollen unsere Informationen doch nicht an unsere Feinde verraten, oder? Archive, Verzeichnis. Ja, hat mir jetzt nicht weitergeholfen. Was? Kryptidensicherung? Monster von Grafton. Beverly Solomon, Kryptidenanalytikerin. 27.09.77. Zeugenbericht zum Monster von Grafton. Der hier stammt von einigen Höhlenforschern, die die Hügel durchstreifen, um nach aufgegebenen Grubenfeldern zu suchen. Man stelle sich das vor. Der Klassiker. 1,20 Meter breite Schultern, kopfloses Profil, durchdringend tiefer Schrei. Sie konnten es gut erkennen. Die Zeugin wusste nicht, was es war, aber die Beschreibung ist detailliert. Offensichtlich wurde es vom Spiel ihrer Maultrommel angelockt. Ich werde draußen mal nachsehen. Vielleicht ist die Musik der Schlüssel. Ein Monster, das Musik angelockt wird. Merken. Was haben wir denn hier? Charleston Herald Exklusivbericht, die Hauptader. Ich bin William Breyer, Enthüllungsjournalist beim Charleston Herald. Ich stehe gerade vor dem Sicherheitszaun einer der Anlagen von Hornwright Industrial, die in den letzten Monaten in der Gegend errichtet wurden. Ich versuche heute Antworten zu etwas zu erhalten, was in gewissen Kreisen als das Hauptader-Projekt bekannt ist. Könnte das die Antwort sein, nach der die Familien der hiesigen Bergarbeiter gesucht haben? Eine Reihe neuer Bergbauprojekte, um die Wirtschaft in der Region neu anzukurbeln? Oder könnte es sich um neue Giftmülldeponien handeln, die den Boden unter unseren Füßen verseuchen, wie es einige Umweltschutzgruppen vermuten? Zumindest kann der jüngste Anstieg seismischer Aktivitäten nach Meinung hiesiger Experten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit diesen Anlagen zugeschrieben werden. Und nun bin ich hier, um mir selbst anzusehen, was wirklich vorgeht. Ich habe gerade ein kleines Loch in der ersten Reihe von Zäunen gefunden. Die Sicherheitsmaßnahmen sind extrem. Stacheldraht, bewaffnete Wachen, wie in einem Kriegsgebiet. Ich gehe über eine kleine Anhöhe und... Heilige Mutter Gottes! Die Erde bebt und... Meine Güte! Was... Was ist das? Hey, sieh da! Das ist ein Privat... Scheiße!
kennen wir doch schon, ne? Warum liegt hier eine Kopie davon? Hm. Ist ja seltsam. War doch noch irgendwas, ne? Irgendwas hatte ich hier noch gesehen. Oh, eine Truhe zum Beispiel. Plasmakartusche, Zuckerbomben und automatisch. Ein Plasmagewehr automatisch? Ich mag keine Automatikwaffen. Ich hätte schwören können, ich hätte hier irgendwo noch was gesehen. Und deswegen bin ich zurückgekommen. Da. Snellygaster, den haben wir gesehen. Den haben wir gesehen. Beverly Solomon, Kryptidenanalytikerin, 10.04.77. Zeugenbericht zum Snellygaster. Ein weiteres faszinierendes Detail von den Einheimischen. Diesmal geht es um den Snellygaster. Das hier ist für dich, Teddy. Also, die Zeugen hörten ein lautes Kreischen und sahen einen Schatten in den Wäldern vorbeirauschen. Er hat sie angesprungen, oder vielleicht ist er auch geflogen. Sie suchten in der Hütte eines alten deutschen Siedlers Zuflucht, wo sie vor dem Ding geschützt waren. Und das ist das Faszinierende daran. Es schrie und hämmerte die ganze Nacht lang gegen die Hütte. Doch sie wussten, dass das Heptagramm an der Wand draußen sie schützen würde. Vielleicht sollte ich mir bald ein neues Tattoo zulegen. Snellygaster, den haben wir gesehen. Das war dieses Viech, was wir einmal nicht hochbekommen haben, als wir den Parcours gemacht haben. Ich glaube, diese Schritte, die ich höre... Was kann nicht das sein? Jetzt ist irgendwas, was rumbackt. Keine Schritte. Ich habe gerade geschossen, aber es hat niemand reagiert. Na gut. Wir haben also ein Tier, was von Musik angedingstert wird oder ein Tier, was wir sowieso schon gesehen haben. Ich wundere, dass wir das nicht tot bekommen haben. Das Problem, was ich hier jetzt gerade sehe, ist, wo bin ich? Und wie komme ich in die Rückseite? Komme ich hier weg? Achso. Wir haben da auch ein drittes Tierchen. Hier ist irgendwas. Ah, jetzt weiß ich, wo wir sind. Okay. Sind das vielleicht Snellygaster, die da eingesperrt sind? Wendigo. Beverly Solomon, Kryptidenanalytikerin, 10.04.77. Zeugenbericht zum Wendigo. Oh, jetzt kommt eine gruselige Geschichte. Okay, diese Sichtung stammt von mir persönlich. Letzte Woche war ich oben in der Skihütte, um mich endlich mal zu entspannen. Die Arbeit aber scheint mich stets einzuholen, denn plötzlich sah ich eine gekrümmte Gestalt auf der Piste vor mir. Zuerst dachte ich, es sei nur eine alte Jacke im Wind. Es bewegte sich ziemlich schnell, also versuchte ich auszuweichen. Als es näher kam, konnte ich es besser erkennen. Muss 3 Meter groß gewesen sein, aber es bestand nur aus Haut und Knochen wie ein toter Hund. Es hielt den aufgebrochenen Schädel eines frisch erlegten Hirsches in den Händen und fraß davon. Als ich dran vorbeifuhr, fuhr mir die Kälte durch Mark und Bein. Ich dachte mir nur, Beth, was für ein Glück, dass du dir vor dem Trip hier dieses Tattoo hast stechen lassen. Ich bin gespannt, was ich wohl als nächstes sehen werde. Kommt diese Schritte her? Das macht mich wahnsinnig. Ich finde die nicht. Gut. Oder auch nicht. Kommen wir jetzt da hinten rein. Ich glaube, da müssen wir auf die andere Seite gehen. Naja, vielleicht wird das später nochmal in der Quest aufgegriffen. Jetzt haben wir langsam hier genug verbracht und diese Schritte, wir werden eines Tages, ich werde diese Schritte nicht vergessen, wir kommen wieder. Wir kommen wieder. Und dann wird analysiert, wo das herkommt. Okay, Wendigo bei den Skihütten.
Muss auch eine Zufallsbegegnung sein. Hey, willst du auch noch? Wie viele sind das denn? Hat er mich ignoriert? Ich weiß nicht, aber den Stahlschrott und so weiter nehmen wir mit. Ich möchte jetzt nochmal hier nach hinten gehen. Vielleicht haben wir jetzt auf eine verrückte Art und Weise Zugriff. Ach, er lebt wieder. Den habe ich noch nicht gesehen, wegen meinem Schalldämpfer. Zieh dich! Oh Gott, ich steck fest. Aber dafür habe ich keine Munition. Geil! Vielleicht waren das wirklich die Wölfe, die da rumgelaufen sind. Jetzt sind sie neu gespawnt. Irgendwie rein. Sugar Grove. Die Geräusche kommen eindeutig von hier. Ich komme wieder. Wenn ihr wisst, wo ich diesen Schlüssel bekomme, sagt es mir. Versucht es selbst herauszufinden. Ist mir egal. Ihr macht das schon. Ihr seid meine Truppe. Die Zero Army. Die Kackbratzen Army. Ja, so sollte ich meine Armee nennen, die Kackbratzen. Jeder, der freiwillig eintreten will, ist vielleicht nicht ganz dicht. Aber genau das ist der Sinn des Ganzen. Wir sind ein Haufen Verrückte. Ja, wir haben auch keinen Schlüssel gefunden und ich habe mich da echt gut umgesehen. Glaube ich. Naja. So viel zu diesem Ort. Sugar Grove, merke ich mir. Und jetzt können wir endlich diesen Ort hier betreten. Ich kann da gar nicht hinreisen, ne? Hier gefunden. Und hier ausgehen wir dann. Ist zwar ein bisschen teurer, aber hey. Ist mir egal. Ich nehme mal an, dass diese ganzen legendären Viecher, also diese Monster von Hast du nicht gesehen, Zufallsbegegnungen sind. Wir haben die Mottenmann gesehen. Wir hätten ihn quasi angreifen können, nehme ich an. Andere Viech hat uns einfach so angegriffen, da mussten wir nicht viel machen. Du hast nichts gehört. Hör auf dich zu bewegen. Ich glaube, ich wurde enttarnt. Ja, oh, jetzt ist es zu spät. Komm, nehmen wir die Waffen gleich mit. Was? Das. Habt ihr das gesehen? Da war eine Biene. Hab ich jetzt Halluzination oder so? What the fuck war das? Das kommt auf Thump. Das war mysteriös. Wer weiß, was das war, der kann es mir gerne schreiben. Einige würden jetzt behaupten, es ist ein Bug, aber ich sage, es war eine legendäre Biene. Vielleicht habe ich mich einfach nur verguckt. Vielleicht drehe ich vollkommen durch. Ich muss mir das echt angucken, sonst habe ich das Gefühl, dass ich durchdrehe. Naja, mache ich gleich.
So, beschaffe ein historisches Schwert. Dahin begeben wir uns nun. Ich hoffe, wir kommen hier lebend runter. Aber ich glaube, wir haben es schon mal geschafft, ne? Können wir dahin gehen, wo die ersten Bomben gefallen sind, die wir gesehen haben. Das war schon cool. Das war schon richtig cool. Ich habe mich gefreut. Ich frage mich, was das dann da für eine Quest ist. Und warum man die Bomben überhaupt fallen lassen muss. Fragen über Fragen. Niemand kann sie mir beantworten. Ja, hier ist alles richtig grün jetzt. Je näher wir dem Ort kommen, umso grüner wird das, oder? Oder war es schon immer so grün hier? Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. So. Dann müssen wir nur noch die Sachen beherrschen. So viel zu tun. So wenig Zeit. Wo bin ich jetzt, ey? Ich bin auf der falschen Seite des Berges. Das ist doch nicht dein Ernst. Mann, okay, jetzt müssen wir außen rumlaufen. Wird kein Weg dran vorbei. Scheiße. Oh nein. Das ist fast schon wie gestern im Stream, als ich gefailt habe. Dass ich den falschen Weg bei Isaac eingeschlagen habe. Ich habe dadurch eine Stunde Spielzeit verloren, ey. Das war Ärger. Oh, guck mal, was haben wir denn da? Kupfer nehme ich. Weiß doch nicht, wofür ich den ganzen Scheiß brauche, aber eines Tages werde ich es wissen. Und dann habe ich das Zeug. Ganz einfach. Da gehe ich. Ich habe wieder das Gefühl, dass ich lege. Da, alles grün. Gestört. Läuft einer mit einer Powerrüstung rum oder so? Oh, hi. Hab ich gar nicht gesehen. Sichel, die kannst du behalten, Dude. Da sind die Brombeeren wertvoller. Whitespring Aggressor. Oh nein. Die Aggressoren. Die sind nicht hier, oder? Oh, wie schön das hier ist. Hier will ich meine Basis errichten, aber geht wahrscheinlich nicht. Weil es ein schicker Ort ist. Irgendwas ist an diesem Ort so wichtig, dass hier A, alles grün ist. Das war mein Golfplatz. Und B, hier sehr wichtige Roboter rumhängen. So, laufe ich in die richtige Richtung? Ja. Wieso haben sie hier die Bomben draufgeschmissen? Wollen wir da reingehen? Okay, das ist einfach aufgeploppt. Bleib du mal mit deiner Krankheit, wo du bist, ja? Ich kann das echt nicht gebrauchen. White Spring Golf Club. So sollte man die Bomben auf den Golfclub werfen. In den Duel? Oh, ich habe keine Reichweite. Ich höre Gula, ich weiß aber nicht, wo die sind. Wir sind da drin. Schön hier, aber warum ist das hier so schön? Ist das, weil das der einzig schöne Ort ist im Land, dass da... Das sieht viel zu gut aus, da werfen wir die Bomben drauf. Das geht ja mal gar nicht. Oh, legendär. So cool. Werfen wir eine Granate rein. Was hat ihn getroffen? Yep. Hat es. Oh Gott! Da war noch ein zweiter.
Ja, oh, ein Schlag. Ist das dein Ernst? Verleiht bis zu 35 Energieschadensresistenz. Ja, Gott, ist super. Genau das, was ich brauche. Nee, nee, Maschine. Kann ich nicht damit auch meine Sachen herstellen? Oh, eine Hauskanne, wie cool. Sowas kann man nicht aufstellen bei sich zu Hause. Mann! Wie fest da. Scheiße, oh Gott, die haben mich in die Ecke gedrängt. Ah. Wieso bist du nicht tot? Oh Gott, ich bin gleich tot. Oh Gott, ich bin gleich tot. Okay. Tschüss. Sollte ein bisschen besser aufpassen. Oh nein, das ist noch ein Kranker. 42, willst du mich verarschen? Scheiße, ich hätte nicht aufs Auto schießen sollen. Ich dachte, es explodiert vielleicht sofort. Ja, ich bin mutiert. Ist ja geil. Was haben wir denn da für eine Mutation? So, überladen. Naja, gut. Krallen. Minus 4 Beweglichkeit. Plus 25 waffenloser Schaden. Oh, ich bin erschrocken. Oh. Da haben richtig meine Hände gezuckt. Oh Mann, wo kommt ihr denn her? Nice Headshot. Ich hoffe, der war da. Okay, der war. Nein, das ist ein anderer. Wo ist der hin? Wie verkrüppelt der da? Kannst du nicht mehr zuschlagen? Ah. Was war das jetzt? Du hast dein Auto explodiert. Habe ich das aus Versehen getroffen? Okay, wir müssen uns um uns kümmern. Also. Tschüss. Ein Redway. Sehr schön. Die Mutation ist weg. Die Mutation war nicht so geil. Ansonsten hätte ich sie gelassen. Und ein bisschen Water. Sonst würde ich mir überladen. Ist auch keine Lust, die ganzen Leichen zu durchsuchen. Warte, wo wir vorbeikommen. Ich bin überladen. Hm. Wieso stehen hier Weihnachtsbäume? Das war ein Weihnachtsbaumverkauf, oder was? Ich glaube, die wurden hier verkauft. Ein Fischerhut. Seltsame Musik, okay, und Golfkleidung. Nein. Wasser. Wieso steht hier? Keine Ahnung. Inselwurzel. Oh, nehme ich. Kann ich bei mir einpflanzen. Nutzlosigkeit brauche ich nicht. Aber was ich brauche, ist diese Musik abzuschalten. Die ist auch noch genau hier drin, wo ich hin muss. Cool. Schieß dir einen Fuß! Jetzt in den anderen! Weil ich kann. Okay, wir haben die Musik nicht abschalten können. Wieso sind hier überall Leichen? Ist hier irgendwo ein Geheimraum? Das Schwert. Hm.
Bla bla bla. Okay. Bla bla bla. Alles unwichtige Sachen, die keiner braucht. Mitarbeiterzugang. Für den Zugang ist ein gültiges Passwort. Okay. Finde das Passwort. Leichter gesagt als getan. Ein Roboterblatt. Oh. Roboter. Sind die hier gerade gespawnt? Ihre Schritte. Was, wollt ihr mich heute wahnsinnig machen mit euren komischen Schritten oder was? Ah. Oh, Anforderung eines Airdrops. Ein bisschen Buffout. Ein abgeschlossener Koffer, wo höchstwahrscheinlich irgendwie ein Scheiß drin ist, das keine Sau braucht, weil es. Ja, weil du Stufe 0 brauchst. Korkschrott. Zumindest nehme ich die mit. So müssen die Airdrops mal langsam fallen lassen, wa? Wir haben jetzt schon so viele gesammelt. So. Türfernsteuerung. Nur die Tür ist ja offen. Sicherheitsaufzeichnung exportieren. Achtung, Ihr Sicherheitsband ist voll. Bitte ersetzen Sie das Sicherheitsband mit der Regel. Okay. Ich habe keinen leeren mehr. Oh Mann. Habe ich den nicht behalten? Doch, da. Habe ich es geöffnet oder geschlossen? Jetzt habe ich es geschlossen. Grand Säbel. Habe ich heute Halluzination oder so? Habt ihr das auch gesehen? 62. Oh Gott, du bist ein Digger. Du bist ein richtig Digger. Hier, du kriegst eins auf dem Fuß. Ich steck fest. Warum? Weil meine Taschen waren voll. Ich hätte nicht hingehen sollen, um ihn anzugreifen. Ja, gehen wir zu unserer Leiche. Ich habe so das Gefühl, dass ein Teil dieser Map nicht für mich geeignet ist. Wo ist er hin? Hundi! Hundi? Hä? So läuft er weg. Das habe ich eigentlich noch zur Verfügung. Und die?
Gott, das bringt gar nichts. Sei doch nicht so schnell! Komm zurück! Oh Gott, er kommt einfach hier. Aha, aber hier rauf kommst du nicht. Jetzt hängst du fest, mein Freund. Ich locke ihn immer wieder zu mir und spring dann hier rauf. Ja gut, gegen Ghule ist wahrscheinlich eine Schrotflinte gar nicht mal so schlecht. Habe ich noch was zu essen? Eichhörnchen am Stiel. Gut, der Ghule an meiner Leiche dürfte auch nicht mehr viel haben. Ich hätte sofort die Schrotflinte rauspacken sollen. Aber ganz ehrlich, ich habe einfach vergessen, was ich hatte. So, wie viel Übergewicht habe ich? Oh, einiges. Aber ich ziehe mir einfach einen Buffout rein. Hat nicht gereicht. So ein bisschen Mais. Butterbeere. Was zu trinken rein. Da haben wir noch 10 Übergewicht. Achso, gut, dann besaufen wir uns halt ein bisschen. Was soll's. Sprengstoffwackelpuppe. Könnt ihr einfach wegwerfen, ne? Fein. Okay. Wir reisen einmal ganz kurz nach Hause und dann reisen wir weiter. Oh, Junge, Junge, Junge. Aber wir haben immer noch keine Bastelwerkstatt. Ich glaube, wir müssen einfach nur das nächste Level up in Bauen machen, ne? Dann kriegen wir das bestimmt easy hin. Ach du Scheiße, wir haben schon 40 Minuten. Was zur Hölle geht hier ab? Lass mein Zuhause in Ruhe. Muss mal kurz nachladen, es dauert eine Weile. So, easy geklärt. Können wir auch alles mitnehmen, weil wir eh zu Hause sind. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann hoffe ich, dass die jetzt nicht mehr gegeneinander kämpfen. Oh. Ist das dein Ernst? Und dann versuchen wir die Vertibird zu loszuwerden. Ich weiß noch nicht wie. Aber gut. Haut rein, euer Zero. Tschüss.